und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch im Rahmen meiner ganzen Sub-Aktion, meiner Sub-Serie, meine historischen Bücher zeigen. Es sind sehr viele, aber es ist auch sowas wie Jules Verne ist auch mit dabei und Poe. Aber fangen wir einfach mal an mit irgendeinem Stapel, den ich hier gerade liegen habe. So. Und damit das Video sich nicht allzu sehr in die Länge zieht, mache ich es einfach relativ schnell alles. Deswegen viel Spaß. So. Aus so einer Hamburger Leseheftreihe von Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise. Ich habe das mal in einem Bücherschrank gefunden. Ich habe Nathan der Weise tatsächlich noch nicht gelesen, glaube ich zumindest. Vielleicht mal in der Schule, aber es ist nicht im Gedächtnis hängen geblieben. Also nicht hängen geblieben, nicht gelesen sozusagen. Ne? Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werther. Das Buch ist weltweit bekannt, allzeit bekannt. Nach diesem Buch haben sich wohl ganz viele Leute das Leben genommen, habe ich mal gehört. Oh, jetzt kommt ein Schinken. Irgendwo mal gefunden. Leonardo da Vinci. Eigentlich ist es nicht wirklich was zum Lesen, sondern eher was zum Angucken oder zum, ich weiß es nicht. Da sind so, er stinkert auch, weil ich habe das mal geschenkt bekommen, genau. Stinkert auch ein bisschen und das ist so viel Text und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich die Biografie. Jedenfalls nicht wirklich zum Lesen, eher zum Nachschlagen. Der illustrierte Plötz, Weltgeschichte, Daten und Bildern von den Anfängen bis zur Gegenwart. I don't know, ebenfalls geschenkt bekommen. Es ist sehr schwer, eigentlich nur zum Nachschlagen. Ich weiß nur nicht, wohin damit, deswegen habe ich es auf meinem Substapel liegen. Das stinkt noch. Ich habe es auch geschenkt bekommen. Von Susanne Kay, die Königin, Macht und Einheit, Liebe und Leidenschaft. Elisabeth I. von England. Über Königin Elisabeth muss man nicht wirklich viel erzählen. Ich liebe Geschichten von mit über sie. Deswegen. Mal ganz günstig gekauft habe ich von Kathleen Weiße blutrote Lilien. Ich musste erstmal nachschauen, weil das Cover sieht sehr modern aus, finde ich. Aber es spielt tatsächlich in Paris 1609. Und deswegen ist es ein historisches Buch für mich. Ja, es geht um. Moment. Die junge Charlotte de Montmorency verlässt ihren ländlichen Heimatort, um am Hof von Versailles eingeführt zu werden. Allzu schnell gerät sie in den Strudel ausschweifender Feste, schmeichelhafter Freundschaften und gefährlicher Intrigen. Okay. Klingt spannend, aber wie gesagt, 10 Cent fand ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Moulin Rouge habe ich mal aus einem Bücherschrank gefunden, Zählt für mich zum Klassiker, auch wenn das Burlesque, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich nehme das jetzt mal als historisch Klassiker, wie auch immer. Pierre Lamour. Genau. Moulin Rouge, ich glaube, dazu muss man eh nicht viel sagen. Das Tagebuch von Don Juan, von Douglas Charlton Abrams aus dem Heine Verlag, habe ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen. Don Juan wurde viel verfilmt. Oft verfilmt und ist allseit bekannt. Denke ich jetzt einfach mal. Dieser Casanova, dieser Frauenheld, dieser Verführer. Von Sandra Wurst, Elizabeth, Tochter der Rosen, ist definitiv ein historischer Roman. Habe ich mal im Real für 3,99 gefunden. Und es geht zu der Zeit von König Richard III. Genau. Ich bin gespannt. Ich habe das auch noch gar nicht so lange, seit Sommer ungefähr, Spätsommer. Ja, genau. So, weiter geht's mit ein paar älteren Büchern. Also noch älter. Jedenfalls mal in einem Buchschrank gefunden. Von Elizabeth Kostova. The Historian. Ist ein sehr, sehr dickes Buch, sehr kleine Schrift. Ich glaube, die Schrift ist relativ schwierig, aber es ist dieses typische Englische, was man so hat. Kenne ich nicht das Buch, habe ich, aber mir wurde schon mal gesagt, dass es ganz gut sein soll.
Von, oh Gott, ebenfalls mal irgendwo gefunden. Auch wieder keine Ahnung mehr wo. Von François Senakis, Oh Mann, Cleopatra, wie die ägyptische Königin unter das Patriarch fiel. Verlegt bei Kindler. Kindler. Ja. Ja, genau. Ich denke mal, Cleopatra kennt man eh. Also die Frau, die, ne, die. Ich denke schon, dass die vielen bekannt ist. So, ist er nicht mehr viele? Edgar Allan Poe, Selected Tales. Hier sind Geschichten drin, die ich bereits kenne. Zum Beispiel The Black Cat, finde ich sehr. Diese Kurzgeschichte ist unfassbar genial. The Murders in the Mercury habe ich ebenfalls schon gelesen. Und der Rabe ist gar nicht dabei, sehe ich gerade. Genau. Freue ich mich aber drauf, werde ich mal zwischenzeitlich auch nochmal die Kurzgeschichten lesen. So, jetzt hier ein ganzer Stapel mit Jules Verne Büchern. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Leuchtturm am Ende der Welt, Der Südstern, Die Gebrüder Kipp, Wilhelm Storitz, Geheimnis, Robur, Der Sieger. Ein paar habe ich schon mal weggegeben, weil das waren immer so zweite Teile und das hat nicht ganz gepasst. Außerdem von Patrick Boyle, Nachts sind alle Katzen grau. Komponierten Kurzgeschichte, alle Mittel des Komödiantischen, ein Satire, groteske Ironie und Humor. Sie beleuchten Grauzonen irischen Lesens und irischer Wirklichkeit, insbesondere aber die erotischen Beziehungen der Menschen auf der grünen Insel. So, jetzt wissen wir es. Ich habe das mal gekauft, weil ich glaube, ich habe mich vertan mit dem Buch. Aber macht nichts, vielleicht lese ich es, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht so genau. War auch gar nicht teuer. So, das war mein Buch mit mein Stapel historischer Klassiker, Bücher, whatever, wie man auch immer das bezeichnen mag. Das ist relativ durchmischt. Ich habe auch noch ein paar Shakespeare-Geschichten, die, ich sag mal, offen sind. Aber das lese ich immer mal so. Das zähle ich gar nicht zum Suppen mehr dazu, weil ich Shakespeare sowieso immer lese und immer mal. Dazu brauche ich aber auch einen Kopf. Wenn man Shakespeare liest, muss man den Kopf definitiv freier. Hatte ich in letzter Zeit nicht, deswegen habe ich den lange nicht mehr gelesen, aber ich vermisse ihn. So, das war's. Das waren jetzt doch schon relativ viele Bücher, die ich euch gezeigt habe. Tatsächlich kommen noch zwei Videos. Also, es bleibt spannend. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jane. Bye!